Die Mauer gehört zu Berlin wie der Eiffelturm zu Paris. Wo war die Mauer? Das ist die am häufigsten gestellte Frage von Berlin-Besucherinnen und Berlin-Besuchern und von jungen Berlinerinnen und Berlinern. Am Leipziger Platz 11, mitten in Berlin und an einem geschichtsträchtigen Ort, wurde das Museum Die Mauer, The Wall, gegründet. Wie eine Biografie wird die Geschichte der Berliner Mauer von 1961 bis 1989 erzählt. Mit großformatigen Bildern, wenig, aber prägnantem Text. Zusätzlich korrigiert die Ausstellung 7 Mythen und Legenden des Kalten Krieges mit spannenden Exponaten. Je Kids. Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen. Eröffnet Kindern den Zugang zu Musik und Tanz und ermöglicht ihnen, eigene künstlerisch-ästhetische Erfahrungen zu sammeln. Der Unterricht im ersten Jahr findet kostenfrei und verbindlich im Klassenverband statt. Das heißt, alle Kinder einer Grundschule werden erreicht. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Musizieren oder Tanzen von Anfang an. Je Kids ist das größte Programm für kulturelle Bildung in Nordrhein-Westfalen. Aktuell nehmen rund 78.500 Schülerinnen und Schüler an über 1.000 Grund- und Förderschulen teil. Je Kids erreicht alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft und ihren sozioökonomischen Voraussetzungen, und setzt Impulse für kommunale Bildungslandschaften. Could history be a space for inclusiveness? The grand narratives of 20th century history set a conventional approach to our understanding of the past. However, it often excludes from the conversation, leaving the gaps. City and culture, being in the focus of the center of urban history, offers a framework to include into this conversation unheard voices, highlights what is obscure, thus broadens our perspective. Educational activities as an approach help us to build such a space of inclusiveness around discussions on the history of the 20th century.